Ist eine Handyversicherung sinnvoll oder nicht? Auf diese Frage möchte ich in diesem Video eingehen und dir mit auf den Weg geben, wenn du eine Handyversicherung abschließen möchtest, wie du es bitte nicht machen solltest und auf welche Punkte du auf der anderen Seite unbedingt achten solltest. Viel Spaß bei diesem Video. Servus und hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heutiges Thema ist die sagenumwobene, verfluchte, vergötterte Handyversicherung. Vorab, ihr wisst ja bereits aus dem ein oder anderen Video von mir, ich persönlich bin kein Fan der Handyversicherung. Warum? Ist ganz einfach, ist einfach meine subjektive Meinung. Für mich ist das Ding hier ein schlichter Gebrauchsgegenstand. Ich kaufe mir nie ein teures Handy, ich hole mir die meistens gebraucht und ja, da gibt es eine Schutzhülle dran und fertig. Wenn das Ding dann halt mal runterfällt oder kaputt ist, dann haut es mich nicht aus den Socken. Finanziell gesehen, dann hole ich mir halt einfach ein neues und deswegen ist für mich eine Handyversicherung Käse. Ganz einfach. So, jetzt habe ich aber von euch viele Fragen bekommen, auf Snapchat zum Beispiel, habt ihr mir geschrieben, Basti, ja, ich weiß, du bist kein Freund der Handyversicherung, aber hey, ich habe mir jetzt ein teures Handy geholt und ja, mir wird es schon wehtun, wenn das Ding jetzt irgendwie hier kaputt gehen würde etc. Und dann könnte ich mir halt nicht nochmal das gleiche Handy auf einen Schlag leisten, würde mir finanziell schon wehtun. So, deswegen denke ich über eine Handyversicherung nach, auf was soll ich hier achten? Nachdem die Anfragen hier sich gehäuft haben, habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt hierzu doch mal ein Video. Also, ich gebe euch jetzt hier einfach mal ein paar Tipps mit auf den Weg, ein paar Dinge, wie du es halt nicht machen solltest, meiner Meinung nach, und dass du dann für dich halt ein Gefühl entwickeln kannst, wenn eine Handyversicherung für dich halt tatsächlich Sinn macht, weil du halt sagst, ja, mein Handy war halt einfach so teuer und ich möchte das abgesichert haben und ich bin halt so ein Tollpatsch etc., okay, dann hast du jetzt so einen kleinen Leitfaden an der Hand. Also, als allererstes ist meiner Meinung nach wichtig bei einer Handyversicherung, dass du dir genau anschaust, was versichert ist und was nicht. Wichtig. Und da führt kein Weg dran vorbei, sich das halt einfach auch mal durchzulesen. Okay, weil Handyversicherung ist nicht gleich Handyversicherung. Das gibt Unterschiede, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und dann sind teilweise Sachen halt eben nicht versichert oder nur unter der und der Bedingung versichert etc. 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 So, und dann kommt es dann zum Schaden und dann ist der halt nicht versichert und dann bist du derjenige, der rummeckert. Und genau deshalb wirst du auch bei den meisten Handyversicherungsanbietern sehr, sehr viele negative Bewertungen finden. Warum? Weil halt einfach die Leute hergegangen sind, haben halt einfach eine Versicherung abgeschlossen, na, günstig, Handyversicherung, läuft. Dann wurde das Ding halt einfach geklaut, einfacher Diebstahl zum Beispiel. Du hast aber fahrlässig gehandelt, hast es vielleicht irgendwo rumliegen lassen, hast es dann deiner Versicherung gemeldet und dann hat die nicht gezahlt. Boah, böser Versicherer, ne? Du warst aber hier der Dummbatz, der einfach hier halt sich im Vorfeld nicht schlau gemacht hat und hat halt geguckt, ja, ist sowas versichert? Und dann bitte auch ein bisschen mitdenken, dass halt sowas nicht versicherbar ist. Das geht halt einfach nicht. Man kann nicht, sorry für den Ausdruck, man kann aber nicht die Dummheit der Leute versichern. Das geht nicht. Wird ja kein Versicherer dieser Welt hier machen. Okay? Deshalb, schau dir im Vorfeld an, wie hier die Bedingungen sind. Was ist versichert? Sind Wasserschäden versichert? Ist Diebstahl versichert? Wie muss dieser Diebstahl aussehen, dass er versichert ist? Hier, Einbruchdiebstahl, klar, ist versichert. Raub, das heißt, unter Gewalteinwendung wird er das Handy hier weggenommen. Ja, versichert. Was ich jetzt alles erzähle, sind Bedingungen von einem Anbieter, den ich mir angeschaut habe, wo ich sage, finde ich richtig gut. Und der hat noch ein kleines Bonusprogramm mit dabei, was ich geil finde. Da komme ich jetzt aber gleich noch mit dazu. Dann einfacher Diebstahl. Hier gibt es eben auch Voraussetzungen. Wenn du das zum Beispiel, das Handy irgendwie fahrlässig halt, offene Handtasche zum Beispiel, da wurde es rausgeklaut. Ja, sorry, das ist halt nicht versichert. Ne? Und das musst du einfach wissen. Oder wenn es dir runterfällt und dann sind nur ein paar Kratzer dran, ist auch nicht versichert. Okay, ist das Display gebrochen? Ja. Dann ist es versichert. Dann musst du gucken, gibt es vielleicht irgendwelche Wartezeiten, die du erfüllen musst, bevor dann halt irgendwie der erste Schaden gemeldet wird. Gibt es eine Selbstbeteiligung, die du hier
selbst noch zahlen musst, wenn dann so ein Schaden entsteht. Das sind also Punkte, die die meisten Leute nicht beachten, nicht auf dem Schirm haben. Sehen einfach nur, ja, Handyversicherung 2,99 ihr irgendwie im Monat und geil. So, diese 2,99 kannst du dir sowas von sparen, weil das, was du denkst, das versichert ist, ist halt einfach nicht versichert, weil das kriegst du nicht für 2,99 im Monat. Das erstmal so ein paar Punkte dazu. Dann der nächste Punkt. Ich würde niemals eine Handyversicherung in dem Moment abschließen, wo ich das Handy kaufe, weil da bist du nämlich unter Druck gesetzt und kannst nicht in der Kürze der Zeit erfassen, was da jetzt alles versichert ist und was nicht und was dir da vielleicht erzählt wird in dem Moment, no offense gegen irgendwelche Mitarbeiter in irgendwelchen Elektronikläden etc. Aber das wissen die auch nicht im Detail, die meisten, was jetzt hier tatsächlich dann versichert ist und wie die Versicherungsbedingungen aussehen. Also mach sowas lieber in Ruhe, danach hat für dich jetzt nicht den mega Nachteil, sondern du kannst dir das in Ruhe anschauen, kannst auch die Versicherung auswählen, die tatsächlich hier dann passt und auch das absichert für oder aus welchem Grund du halt eine Handyversicherung abschließen möchtest. So, das waren jetzt so mal die wichtigsten Punkte dazu. Dann den Anbieter, den ich mir angeschaut habe. Ich habe mir viele angeguckt und was mir halt bei dem speziellen Anbieter gefallen hat, ist, dass du die Möglichkeit hast, wenn du am Jahresende du selbst keinen Schaden gemeldet hast und auch quasi dieses kleine Kollektiv, mit dem du zusammen in diese in dieser Versicherungsgruppe mit drin warst, das ist quasi das P2P-Modell, nur umgemünzt auf Versicherungsbasis, dann kannst du hier deine Beiträge, einen Teil deiner Beiträge zurückbekommen. Und das finde ich halt geil, weil hey, warum nicht? Ne? Das ist ja eine coole Lösung. Bekommst dann am Jahresende 20%, 30%, 40% deiner Beiträge zurück. Das ist das, was ich auf der Webseite des Anbieters finden konnte. Ich war auch bei denen gewesen, vor kurzem in Berlin bei Friendsurance. Die hatten damals eben angefangen, ihr Geschäftsmodell mit der Handyversicherung, wo du dann quasi einfach nur, dass ihr es versteht, du wirst quasi in kleine Gruppen zusammengefasst, ne? Also du gehst jetzt dahin, machst eine Handyversicherung und bist dann halt mit einer anderen Gruppe, mit noch vier anderen oder so zusammen. So, und wenn dieses komplette Kollektiv jetzt 2017 keinen Schaden gemeldet hat, dann bekommen alle in diesem Kollektiv die Beiträge zurück. Ja, das finde ich eigentlich ganz charmant. Sowas kann man dann halt mitnehmen oder zumindest die Option da drauf. Link findet ihr hier unten unter dem Video dort direkt hin zu Friendsurance. Schaut uns das nochmal an. Ich finde auch gut, wie die das aufgelistet haben, was versichert ist, was nicht. Sehr transparent und täglich kündbar. Finde ich auch cool. Mach dich flexibel, dass du da nicht in einem Vertrag drin hängst. Vielleicht wenn du dein Handy mal verkaufen möchtest oder sonstiges oder ich weiß es nicht, das ist dann halt auch immer blöd, bis du dann vielleicht aus so einem Vertrag rauskommst oder Kündigungsfristen beachten musst, täglich kündbar. Und kannst dann einfach auswählen, welches Handy du hast und kannst dann darüber online easy alles abschließen. Also das wäre, wenn ihr jetzt dann noch wissen wollt, wohin ihr euch wenden sollt, das wäre mein Anbieter, zu dem ich gehen würde. Wie gesagt, Link findet ihr hier unten in der Beschreibung. Schaut euch das einfach mal an. Was mich jetzt natürlich auch noch interessieren würde, wer von euch hat eine Handyversicherung? Wer von euch hat das schon mal gemacht? Wer von euch hat es vor allem schon mal genutzt? Wie waren eure Erfahrungen? Das heißt, wurde hier geleistet ohne Probleme? Wenn ja, welcher Anbieter war das vielleicht? Das könnte auch interessant sein. Wenn nein, auch das einfach mal hier unten in die Kommentare schreiben. Das hilft auch immer dann der Community, wenn das von euch eben in den Beiträgen hier wiedergegeben wird. Fände ich klasse, auch für mich interessant, einfach mal euer Feedback hier zu lesen. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video einfach hier unten noch einen Daumen hoch da, dafür schon mal danke. Und wenn du den Kanal an sich noch nicht abonniert hast, zukünftig aber kein praktisches und wichtiges Versicherungswissen mehr verpassen möchtest, dann lass dem Kanal einfach noch ein Abo da. Und ja, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Wir sehen uns ganz einfach wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und mach's gut.